Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Jetzt das große Staffelfinale mit den dreckigsten Folgen von War of Wahlkampf, produziert von den miesesten Intriganten der USA. Wenn alle glauben, es ist alles aufgedeckt zu den Kandidaten. Wenn schon Kinder schreien, sperrt sie ein, sperrt Clinton ein. Dann wird es doch noch mal richtig schmutzig, und zwar täglich. Die New York Times berichtet von dubiosen Steuertricks des republikanischen Kandidaten Trump. Hillary Clinton ist überraschend erneut ins Visier des FBI geraten. Und klar, das FBI wusste offenbar bereits seit Anfang Oktober von den E-Mails. Weiß aber auch, wie man die Spannung hält. Möglicherweise weitere E-Mails. Was es ist, wissen wir noch nicht. Womöglich Steuerzahlungen. Möglicherweise belastendes Material. Das weiß man alles noch gar nicht. Ja, man denkt, das sieht doch so ein bisschen wie ein Hollywood-Thriller aus. Aber die Realität ist krasser als jede Serie. Ja, Respekt. So einen schmutzigen Wahlkampf hätte ich nie spielen können. Orbans Dorf soll schöner werden. Der Viktor Orban, ne? Der kommt ja aus ganz bescheidenen Verhältnissen. Das Dorf Feldschuk, wo auch Ministerpräsident Orban aufwuchs. Ja, und bis heute dieses kleine Ferienhäuschen hat. Und daneben hat er dieses für ein Dorf protzige Fußballstadion hochgezogen. Mit rund 13 Millionen Euro aus der Staatskasse. Hui, das sieht ja richtig urban aus. Und was zuckelt da so süß heran? Diese Schmalspurbahn. Diesmal vor allem finanziert durch einen Millionenzuschuss von der EU. Noch dazu wurde in dem EU-Förderantrag gelogen. Darin steht, täglich würden 2.000 bis 3.000 Menschen mitfahren. Na, heute immerhin 2 bis 3 Menschen. Aber warum nicht mehr? Weil die Bahn nicht weit von Orbans Haus losfährt und quasi ins Nichts führt. Gute Fahrt, EU-Millionen. War sonst noch was? Ach ja, wissen Sie, was Hamburgs Millionengrab geworden ist? Fertig! Ja, aber vor allem, genau.